Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu der Filmbewertung zu dem Film The Fall Guy. Eins vorweg, ich werde diesem Film zwei Bewertungen geben, denn der Film ist ja ein, ja, ein Remake kann man sagen von Ein Colt für alle Fälle. Was viele nicht wissen, The Fall Guy war der Originaltitel für Ein Colt für alle Fälle. Und deswegen gebe ich den zwei Bewertungen, denn einmal werde ich es mit der Retrobrille beobachten beziehungsweise bewerten und einmal ohne die retro brille bewerten anfang tun wir mal mit der story und zwar geht es um wie kann man es anders denken colvers der ein jahr zuvor einen ja, schweren unfall hatte und ja sich auch schwer verletzte und jetzt so langsam mal wieder ähm, ja so kleinere stand machen wollte um mal wieder ins boot zu kommen äh, aber daraus wird nichts. Denn ja, unser Cold Sievers wird dieses Mal nicht von Lee Majors gespielt, sondern von Rein Gosling. Rein Gosling, ja, den kennt man ja zum Beispiel aus den Barbie-Filmen. Engagiert hat ihn einer der neu aufgestiegenen besten Stunt-Koordinatoren weltweit. Und zwar sein alter Weggefährte und Freund Dan Tucker. Und Dan Tucker wird gespielt von Winston Duke. Den kennt man zum Beispiel aus Black Panther. Ja, Nine Days zum Beispiel. Und ja, er hat Holt Sievers engagiert. Und was er eigentlich gar nicht sollte. Denn die Regisseurin in diesem Film, Jodie Moreno, gespielt von Emily Blunt, die kennt man ja zum Beispiel aus a quiet place. Ja, er und sie hatten da so ein kleines Techtelmechtel, also Jody und Colt und äh, ja, es ist es nicht ganz so gut ausgegangen und deswegen wollte sie definitiv nicht ihn im Film haben als Stuntman, aber da er zu den besten gehört, ja, hat man sich hat Dan sich einfach darüber hinweggesetzt und ja, gesagt getan, er macht die ersten Stunts, die eigentlich Schon mehr waren, als er eigentlich machen wollte. Aber gut, er lässt sich da hinreißen, um vielleicht nochmal eine Chance bei Jody zu haben. Und ja, die ersten Stunts laufen auch recht gut. Bis dann auf einmal der Hauptdarsteller des Filmes überhaupt nicht ähm, am Set erscheint. Er ist auf einmal gar nicht da. Und ähm, alle fragen sich, warum. Ja, und dann kommt ähm, ja, die Produzentin, Gail Meyer, gespielt von... Von Hannah Weddingham. die kennt man zum Beispiel aus. Kennt man zum Beispiel aus Hokus Pokus 2. Oder ansonsten hat sie auch sehr viel in äh, Serien mitgespielt, wie Krypton oder auch in Game of Thrones. Ja, und sagt ihm, ey Colt, äh, der Hauptdarsteller ist verschwunden. Kannst nicht mal gucken, wo der ist? Und ja, er hat dann halt eine ähm, Code zu seinem Zimmer bekommen, zu seinem Hotelraum. Ja, und äh, irgendwie findet er sich dann in seinen ganz eigenen Actionfilmen wieder. Ja, so viel kann man das ungefähr sagen. So, jetzt einmal ohne Retrobrille. Der Film macht wirklich Spaß. Also, Ryan Gosling ist in dieser Rolle wirklich sehr gut und sehr amüsant anzuschauen. Man ähm, muss auch wirklich sagen, es wurden auch viele Stunts tatsächlich ohne Computereffekte gedreht. Das sieht man hinterher auch am Abspann. Was den Film natürlich optisch noch mal richtig gut aufwertet. Auch Emily Blunt finde ich richtig gut, wie sie und äh, Ryan Gosling. Die Chemie zwischen den beiden hat wirklich gestimmt. Man hat da wirklich ähm, sehr gut gesehen. Ja, die beiden haben wirklich so ihre Probleme und bringen das auch teilweise auch wirklich sehr lustig rüber und äh, machen da auch wirklich kein Geheimnis raus. Und ähm, in diesem äh, ganzen Wir war, der da alles noch entsteht. Auch so die, die, die ganzen Nebencharaktere der Dan, der ist wirklich gut geschrieben. Also der ist wirklich sehr lustig. Und ähm, da passt ja noch so ein paar andere lustige Dinge. Auch diesen ähm, Colt-Sivers-typischen GMC-Truck hat man in einer moderneren Version auch reingebracht. Was ich auch interessant finde, da gibt es auch so die, das ein oder andere kleine Easter Egg, was man da auch noch ähm, finden kann. Nicht unbedingt auf einen Colt für alle Fälle bezogen, aber so, ähm, ja. Wie die Leute, die so die 80er Jahre Serien verfolgt haben, die werden das ein oder andere Easter egg wahrscheinlich erkennen. Ja, der Film macht einfach Spaß, der Film ist wirklich spannend. Manchmal ist auch ein bisschen sehr drüber, muss man sagen. Also manchmal haben das mit dem Humor ein bisschen übertrieben. Aber nichtsdestotrotz, der Film macht wirklich Spaß. Somit sage ich jetzt schon mal, dass ohne der Retrobrille. Ohne Retrobrille gebe ich den Film zwischen 4 und 5 Totenköpfen, weil der Film einfach super lustig ist. Also als eigenständigen Actionfilm ohne Retrobrille, ohne zu wissen, was ein Kult für alle Fälle früher war. Also kann man wirklich sagen, ist der Film sehr stark unterhaltsam. Und... Mit der Retrobelle sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Freunde der Film- und Gaming-Unterhaltung. Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von euren Content-Creator. T-Shirts, Hoodies, Tourenbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts-Expert. Also, holt euch eins von den coolen Logos und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Hier könnt ihr frei wählen, Größe, Farbe. Alles, was ihr wollt. Also randa und holt euch den Stuff. Bis demnächst. Ja, da sind wir wieder. Ja, also ohne Retrobrille habt ihr jetzt die Bewertung schon gesehen. Und jetzt kommt es mit der Retrobrille. Also man hat in diesem Film wirklich viele Sachen nicht gut gemacht, wenn man es mit der Retrobrille sieht. Also Jody, die jetzt da eine Produzentin ist, die war ja damals so ein Sidekick gewesen. Warum hat, nimmt man, gibt man der Regisseurin den Namen von Jody? Macht für mich überhaupt keinen Sinn. Abgesehen davon, dass Jody auch ähm, als Charakter ähm, nicht neu irgendwie da reingebastelt wurde oder sonst irgendwas, er hat keine Sidekicks. Auch Howie fehlt. Ey, wie geil habe ich das immer gefunden. Ich habe jetzt auch gerade noch mal ein paar Folgen noch mal um mir da nochmal alles ähm, ins Gedächtnis zu rufen, mir nochmal ein paar Folgen angeguckt. Ey, wie geil das immer war, wenn, wenn Lee Majors immer gesagt hat, ey, der Kleine ist in Gefahr oder kommt mit Kleiner oder so. Das hat mir gefehlt. Das hat mir bei, bei dieser Neuauflage einfach gefehlt. Diese Sidekicks einfach, die, die, die die, Dynamik, die es damals zwischen Lee Majors und Douglas Barr gab, und mit Heather Thompson, das war immer so genial, diese, diese Dreierkonstellation einfach. Die hätte ich mir jetzt in dieser Neuauflage auch einfach mal gewünscht. Aber nein, da gibt man Jody, einfach, ähm, die auch gar nicht ähm, mit der Jody aus dem Original was zu tun hat. Einfach äh, den Namen, damit man mal irgendwie den Namen benutzt hat. Keine Ahnung warum. War für mich einfach eine schwachsinnige Idee. Dann, ähm, Howie fehlt komplett. Warum fehlt Howie komplett? Der hat. Der hat das. Mit, das der war immer für ein Lacher gut gewesen. Das verstehe ich nicht. Also, wenn ich eine Neuauflage mache von irgendeiner Serie, wohl. Ey, da müssen doch die wichtigen Charaktere doch dabei sein. Auch hier, ähm. Auch die die, die Auftraggeberin äh, früher war Terry genau Terry war das die die Aufträge früher Coltsi was gegeben die hat man auch nicht da reingepackt Anst, äh, dafür hat man so diese komische zwielichtige äh, Produzentin da reingepackt nee sorry aber das fand ich wirklich also wenn ich eine Neuauflage mache dann muss ich die wichtigsten Elemente von damals mit in einer Neuauflage reinpacken tut mir leid das fand ich absolut nicht in Ordnung. Das geht so nicht. Also, meiner Meinung nach war das nicht gut ausgearbeitet. Also, so hätte man, ey, man hat doch irgendwelche, irgendwelche Leute, die man da als Sidekick für einen Howie doch ähm, hätte casten können. Das wäre ja doch überhaupt kein Problem gewesen. Also, irgend, irgendjemand, der für ein paar Lacher gut ist, den findest du doch irgendwo in Hollywood. Also, und irgendeine, ja, etwas besser aussehende Person die dann halt da auch teilweise mal die Männer über den, ja, um den Finger wickelt, um da äh, Colt und äh, Howie dann da irgendwas ähm, zu ermöglichen, die dann halt so ein bisschen Ablenkung gemacht oder so. Ey, die hätte man doch auch casten können, ey. Da hätte man auch wieder so diese, diese Dreier-Dynamik hätte man da reinbringen müssen einfach. Weil das hat mir in diesem Film richtig gefehlt. Diese, diese Dreier-Dynamik, die fand ich immer so gut. Auch wie Howie und Joe, die sich damals hier und da mal so ein bisschen da ja, so Wortgefechte gegeben haben und so. Ey, das fand ich richtig gut. Das war richtig gut. Warum hat man das nicht in dieser Neuauflage reingebaut? Da lässt man so viel liegen. Tut mir leid. Und äh, ja, wenn ich das mit der retrobrille aufbewerten müsste, dann gebe ich eher so zwischen drei und vier Toten, weil die Charaktere fehlen einfach und dann gibt man einfach irgendeiner der Regisseurin, der Hauptdarstellerin einfach den Namen von Jodie, um den Namen Jodie vielleicht mal benutzt zu haben. Weiß ich nicht, ist nicht meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ohne retrobrille macht der Film richtig Spaß, der Film ist wirklich cool gemacht und so, aber betrachtet man, betrachtet man das mit der retrobrille, Schwierig. Ganz schwierig, weil viele wichtige Elemente einfach in dem Film fehlen. Auch so die, die 80er Jahre, sprich, die Lee Majors ja teilweise rausgehauen hat. Die hat Ryan Gosling einfach nicht so in die Neuzeit mit auch nicht so mit reingepackt. Das fand ich einfach, ah, da hat man so viel liegen lassen. Das fand ich wirklich nicht gut. Ja, das war die Filmbewertung zu The Fall Guy. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Dort sind ein paar interessante Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Auch abonnieren und liken nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.